Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test hier auf GraphX. Ja, wir spielen heute das Spiel Turbo Dismount. Genau, ja, das spielen wir heute. Turbo Dismount, das habe ich mir vor, ja, ich glaube, das ist schon sogar schon ein Jahr her, habe ich mir das gekauft, habe es kurz gespielt, ja, und dann habe ich es eigentlich nicht mehr gespielt. Ich habe Steam zeigt man, ich habe es 13 Minuten gespielt, kann mich nicht mehr an das Spiel erinnern, ich weiß nicht mehr, worum es geht. Ich habe mir gedacht, komm, Turbo Dismount ist mir einfach so, habe ich es gesehen in der Steam-Bibliothek, habe mir gedacht, komm, installiere ich es nochmal und werde das Ganze als letztes Test aufnehmen. Genau, was ich da genau mache, irgendwie habe ich das in Erinnerung, irgendwas mit einem Stunt oder so. Ich würde einfach sagen, wir klicken einfach mal auf Play. Wunderbar, das erste Level habe ich schon geschafft, aber ich würde sagen, wir machen das nochmal und jetzt sind wir hier. Okay. Oh, okay. Und haben wir es jetzt geschafft? Ah, genau, das war ja das. Man musste in diesem Level. Wunderbar. Man musste in diesem Spiel so viel. Wie soll ich sagen, so viel Schaden wie möglich anrichten. Genau. So genau funktioniert ja das Spiel. Man sieht hier rechts oben, was wir alles hier haben. Und. Okay. Okay, ja, ich spiele jetzt gerade wieder mit Gamepad. Man kann hier natürlich auch. Okay. Ah, genau, man kann hier natürlich auch wählen, wie er fahren soll. So ging das ja ungefähr. Ich muss jetzt wieder reinfinden ins Spiel. Zum Beispiel, jetzt können wir hier so sagen, er soll so fahren. Fährt er mal so und schauen, was hier passiert. Eigentlich gar nichts, fast nichts passiert. Jetzt resetten wir das Ganze mal und schauen, dass wir hier mehr bekommen. Wir sehen auch hier das Fahrzeug, genau. Die Pose können wir auch ändern. Oh. Genau, wo er gerade ist. Dieses Maxal, wo wir Schaden anrichten müssen. Okay, was können wir noch ändern? Kamera. Charakterkamera, Vehikelkamera, First-Person-Kamera. Oh Gott. Die Pose. Oh Gott. Okay, machen wir mal so und Stuckles. Aha. Ah, hier kann ich auch sagen, was ich hier machen soll. Genau. Theoretisch könnte ich hier. Turbo-Pad, dann fährt er hier so und hier. Ich habe hier drei Dinger. Wenn ich ihn hier so. Ich probiere einfach hier mal so mal dumm, was man hier machen kann. Kurz eine Big Ram. So, man kann natürlich auch so machen. Genau, bei dir. Schauen wir uns das mal an. Ich fliege mal dahin. Zack, go. Da fliegt er weit weg. Wir haben einen Score. Ich habe, glaube ich, keinen Highscore. Deshalb werden wir das Ganze verbessern und sagen, er soll. Ah, da kann ich lenken. Oh Gott. Wie er fahren soll? Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, 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 Gott. Und hopp. Er gibt leider nicht viel Score. Würde ich sagen, machen wir das jetzt anders. Das soll so fahren. Genau, dass er sich so richtig dreht. Ich muss sogar Flying-Punkte und dann. Oh, zerfetzt das Fahrzeug. Jetzt sollten wir aber einen Highscore haben, oder?
Fertig. Okay, ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal Select Level, das nächste Level. Chicken. Machen wir mal Chicken. Okay, was machen wir hier? Achso, hoch. Ist hier irgendwas? Kann ich hier irgendwie. Ich kann hier gar nichts machen. Okay. Chicken. Wieso Chicken? Ein Autounfall oder wie? Okay. New Highscore. Okay. Ah, so funktioniert das. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier irgendwie Space Programm. Das klingt sehr cool. Oh Gott. Moment, wie dumm in die Kamera, genau, Festpassen Kamera sind meine Kamera, Free Flight Kamera. Ich probier mal aus, man kann hier glaube ich noch so. Charakter, genau. Miss, Mister. Nehmen wir mal den. Genau. No. Vehikel nehmen wir auch ein anderes. Und, oh, cool. Einkaufswagen. Sehr, sehr cool. Nehmen wir einfach mal. Das muss gemacht werden. Das muss. Also das ist. Oh, cool. Pose. Ja. Einfach mal so. Kann man hier irgendwas ändern? Ja, man kann hier. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall ein Turbopad. Gibt es hier noch irgendwas anderes? Minenfeld, das ist auch schon mal gut, aber Turbopad brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir hier nochmal ein Turbopad. Nochmal ein Turbopad. Das war's auch schon. Mehr können wir hier nicht machen. Wakepad, Bequamp. Na, okay, wir machen hier mit Turbopad und schauen uns das mal an. Wie das Ganze ausschaut, am besten in Charakterkamera, Vehikelkamera, genau. Okay, und jetzt probieren wir mal. Geben wir mal Gas. Mit dem schaffen wir es garantiert bis nach oben. Oh Gott. Und voll auch noch auf ihn drauf. Genau, machen wir noch mehr. Das können wir besser. Nehmen wir einfach mal ein anderes Vehikel. Nehmen wir einfach mal so ein. Mal eins wagen. So. Krass. Bisher? Ich glaube, der Charakter ist schon längst rausgefallen. Also, ja, natürlich. Anders an andere Kamera und zwar die First Person Kamera schon mal was. Gut, gut, gut. Oh. Hä? Schaffen sie überhaupt nicht weit. Oh Gott, Vollgas. Oh Gott, 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 ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, das gibt Punkte. Natürlich, just a flash round. Ja. Okay. Ich sagen, wir machen einfach mal noch ein Level. Second Level. Nehmen wir denn jetzt. Einfach mal das. Schaut vom Bild. Oh. Geht schon. Gib mal Gas. Aber in den können wir nicht so viel Schaden anrichten. Huh. Deshalb würde ich sagen, nehmen wir doch lieber ein anderes. Irgendwas, wo man
Wie man da. Nehmen wir nochmal das beste Programm. Ich habe noch eine Idee. Der hat sich eh gespeichert. Jetzt nehmen wir mal. Was ich auch noch ausprobieren wollte, ist. Also das Fahrzeug schafft's. Der Charakter. Ich glaube, das ist sein Kopf. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Okay. Aber leider nicht den Highscore. Es geht besser. Es geht besser. Schauen wir uns mal an, was da schuld war. Das sind die Fliehkräfte, die wir hier haben. Die fetzen das Fahrzeug. Aber ja, hier hat sie raus natürlich, weil es auf dem Kopf steht. Fahrzeug, aber das Fahrzeug schleudert es einfach. Bis hier nach oben schafft es das Fahrzeug. Ja, auch, der Charakter schafft es auch. Schafft es sogar noch weiter hoch. Okay. 190 Meter sind die schon. Hier streift dann der Charakter, glaube ich, an den und das. Es sind noch 34 km/h. Okay. Dann dreht sich das Auto eh wieder perfekt. Nur hier schafft es dann. Dann sind sie auf 200 Meter, schaffen sie es. Ganz knapp, aber sie haben es fast geschafft. Ja, und dann. Geht seine Nummer bergab. Und das tut dann weh. Gut. Dann haben wir das. So, geschafft. So, wie geht man hier mit dem Menü? Gut, würde ich sagen, das war's jetzt auch schon mit Super Dismount. Erste Folge. Dann geht's bald am Mittwoch weiter mit der zweiten Folge. Und ja. Gut, Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.